In diesem Video beschäftigen wir uns mit einem wirklich coolen Beispiel. Wäre ich in der Schule noch und hätte damals von meiner Lehrperson so ein Beispiel bekommen, hätte, glaube ich, der Mathematikunterricht wesentlich mehr Spaß gemacht. Nämlich, wir beschäftigen uns in diesem Beispiel mit dem Märchen Rapunzel. Und ihr kennt das sicher alle. Da ist ja die Prinzessin in einen Turm eingesperrt und der Prinz rettet sie halt dann. Und da das wir schon alle kennen, habe ich das ein bisschen adaptiert und wir haben eben jetzt um den Turm noch einen Wassergraben. Aber dafür hat der Prinz diesmal eine 10 Meter lange Leiter mit. Und mit dieser Leiter möchte er ihm jetzt die Prinzessin retten. Außerdem weiß er, dass der Fenstersims, also das Fensterbrett, dort wo das Fenster anfängt, genau auf einer Höhe von 7 Meter ist. Und die Frage, die der Prinz sich jetzt stellt, ist, wie weit vom Turm entfernt muss er die Leiter aufstellen, um genau zum Fenstersims zu kommen? Er möchte ja, da er eben ein Prinz ist, die Prinzessin nicht irgendwie noch aus dem Fenster quälen, sondern sie soll einfach nur entspannt, ganz locker aus dem Fenster hinaussteigen müssen und schon auf der Leiter sein. Somit soll die Leiter exakt mit dem Fenstersims abschließen. Denn es wäre ja blöd, wenn dann irgendwer runterfällt, da im Wasser sogar irgendwas Grünes schwimmt und das könnte sowas sein wie ein Krokodil. Und dazu will ich dich jetzt bitten, dass du dir einmal überlegst, wieso der Prinz weiß, dass der Fenstersims genau auf einer Höhe von 7 Metern ist. Und andererseits, dass du dir eine Skizze machst und versuchst, das Beispiel selbstständig zu lösen. Drück dazu auf Pause. Okay, der Prinz weiß, dass es 7 Meter sind, da Steine verwendet werden, die genau einen Meter groß sind und eben 7 Steine übereinander davon benötigt werden für den Turm bis zum Fenstersims. Also wir haben hier einen Meter und also 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter, 7 Meter. Somit weiß der Prinz, dass es genau 7 Meter sind. Gut, dann schauen wir weiter, weil wir wollen ja jetzt eine Skizze machen und die würde jetzt circa so aussehen. Also nach oben geht 7 Meter, unsere Leiter ist 10 Meter lang und das, was wir jetzt wissen wollen, ist, wie weit wir vom Turm entfernt unsere Leiter aufstellen müssen, damit wir exakt beim Fenstersims ankommen. Dazu benötigen wir natürlich den Satz von Pythagoras. Und der war ja a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Jetzt haben wir dann ein c von 10 und ein a von 7. Nun können wir wieder in unseren Satz von Pythagoras einsetzen. Also 7 Quadrat plus b Quadrat ist 10 Quadrat. Das Problem hier ist jetzt, dass wir nicht das c oder das c Quadrat benötigen, sondern eben das b Quadrat. Und das steht ja nicht alleine auf einer Seite. Also rechnen wir einfach einmal die 7 Quadrat und die 10 Quadrat aus und erhalten 49 plus b Quadrat gleich 100. Und dann subtrahieren wir oder bringen eben die 49 von der einen Seite auf die andere Seite rüber, indem wir auf beiden Seiten minus 49 rechnen. Dann bleibt übrig, b Quadrat ist 51. Und jetzt benötigen wir natürlich die Wurzel. Und b ist die Wurzel von 51 dann. So, als nächstes würde ich dich bitten, kurz auf Pause zu drücken und dir zu überlegen, ob die Wurzel von 51 größer oder kleiner als 7 ist. Drück dazu jetzt auf Pause. Die Wurzel von 51 ist größer als 7, denn 7 mal 7 ist 49. Aber sie ist auch kleiner als 8, denn
8 mal 8 ist 64. Somit ist sie ziemlich nahe bei 7. Und wenn wir sie in den Taschenrechner eingeben, erhalten wir 7,14. Also der Prinz muss die Leiter 7,14 entfernt, er muss die Leiter 7,14 Meter entfernt aufstellen, um genau beim Fenstersims anzukommen. Damit haben wir auch das letzte Beispiel des Lernzyklus 1 Basic abgeschlossen. In diesem Video hast du also eine coolere Variante des Märchen Rapunzel gelöst. Bis zum nächsten Video.